Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Ich bin gerade in Thüringen. Am Arsch. Thüringen ist noch nicht so weit wie heute. So, und wir werden jetzt auf Feld Nr. 19 fahren und dort die Ballen pressen. Losschicken. Das heißt, wir werden mal kurz den Kurs kopieren. Und zwar von den beiden Fahrzeugen. Beziehungsweise wir können gleich ins Menü reingehen. Erstmal Feldmodus. Dann werden wir mal ganz kurz Gruppen und Grasmähen Feld 19 kopieren. Dann du bist der linke. Der erste ist der linke. Ersten Wegpunkt. Du wirst deaktiviert, also aktiviert. Und Meter ungefähr. Dann wären es mal jetzt vier Fahrzeuge, aber sind ja gleich fertig. Fertig ist gut. Wir fahren gerade jetzt die, ja, das Nachgewende kann man sagen, ne? Und das lassen wir auch erstmal erledigen. Wird trotzdem immer hier schon mal super kalt. Den nächsten vorbereiten. Den rechten. Ja, Feldmodus. Den alten kurz mal löschen. Sonst gibt es ein Problemchen. Wobei nicht. Du bist dann rechts und du bist auf keinen Fall. Bis 0. Ersten Wegpunkt. Aktiviert und natürlich 200 Meter. Dann haben die ein bisschen mehr Spielraum und müssen nicht im Haufen fahren, ne? Da die fangen die jetzt in der Mitte an, in das Feld rein. Dann ist es nicht ganz so gefährlich für uns später. Kommen wir nicht wieder raus aus dem Wasser. So, wo ist der andere? Die werden gleich mit der Runde fertig sein. Wir werden gleich beim ersten loslegen. Den können wir ja hinfahren. Natürlich nicht durch die Wiese fahren. Ne, gut, da am Rand. Ist egal. Und zwar den ersten Wegpunkt. Tschüss. Und gleich den zweiten nehmen. Dann können wir leicht loslegen mit Ballen pressen. Quatsch, mit Ballen sammeln. Aber da ist noch nichts mehr. Oder er ist fertig. Gut. Und einschalten, da fahren wir mit. Und dann können wir gleich die anderen beiden Richtung Feld Nummer 44 schicken. Und sagt die FPS-Zahl 30. So, das ist. Kann ich mir nicht erklären. Und das ein Kursplay liegt jetzt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, der erste Arbeit schon, das ist gut. Ja, da mäht ja das Nachgewende. Wieso ist da nicht gemäht worden? Ah, der fährt noch, okay. Diese Ballen werden ja auf die Seite gelegt, also auf die Stirnseite im Prinzip. Das werde ich euch gleich mal kurz zeigen. Das ist eine. Wir müssen ein bisschen justieren. Das heißt, der erste muss man ein bisschen nach rechts fahren lassen. Und zwar. Der Bruder
macht ein bisschen. Gut, vielleicht wird noch gepatcht. Ist ein bisschen ne? Weil die Arbeitsbreite ein bisschen jetzt noch dämlicher als vorher. Da muss ich ein bisschen justieren. Ich nehme da alles auf. Ah, so passt das schon. Oh, klappt gut. Bei 30 FPS, da bin ich enttäuscht. Und hier. Das geht zügig, muss ich sagen. So, wir müssen hier ein bisschen. Ja, kann auch daran liegen, dass der andere zu viel links und rechts. Die erste Bahn ist, glaube ich, auch ein bisschen breit geraten. Ne? Die nächsten ein bisschen schmaler. Ja, kann täuschen. Gut, nicht gut. Gut, der ist ja fertig. Dann bist du auf Feld Nummer 36 fahren. So. Erstmal entlassen. Dann fahren wir vom Feld runter, sonst tut er sich weh. Auf geht's. Oder ich muss mal die anderen Mähbalken probieren. Es gibt ja noch welche mit 8 Meter Arbeitsbreite. Ob die besser sind. Weiß ich nicht. Beim Schwatten ist ein bisschen komisch, ne? So. Lassen. Jetzt werden wir schön hochklappen. Und dann schicken wir den gleich mal Richtung. Ebenfalls für die 36. War schon richtig gewesen. Tja, das kann normalerweise. Ja, gut. Gut, die pressen immer fleißig. Und wir werden uns schon mal anfangen mit Ballen sammeln, ne? Eigentlich auf 30 FPS, das kann man bald nicht vorstellen. Obwohl er zeigt rechts auf 66 an, also. Ja, bei mir ganz oben Monitoranzeige 60 FPS, 63, 58. Da muss einer kaputt sein. Gehen wir um auf den Lenkrad. Der Gruppe fertig. Ah, das andere ist der LKW. Gruppe müsste bei 15 km/h sein. Nur mal schauen, was die anderen machen im Prinzip, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber es kann durchaus sein, dass sie für diesen Teil irgendwann mal noch ein Bett springen. Das ist halt immer
für gut möglich, dass dann die Arbeitsbreite angepasst wird. Also, ich wollte mal durchschalten. Da geht nicht, da kann man nicht machen. Brauchen wir sie auch nicht. Junge, was ist los? Ist Rüben voll? Eigentlich nicht. Bei weitem nicht. Warum fährst du nicht weiter? Die Übergabe vielleicht? Möglich. Wasser, Junge, Wasser. Da mähen wir mich nicht. Ich meine, mit der Menge kommen wir auch schon eine Weile hin, ne? Aber Zucker haben wir nicht viel. Wasser füllt sich auch langsam. Na gut, dann geht beides parallel hoch. Gut. Angekommen. Haben wir noch was? Oh ja, was bestehen. Können wir gleich mal verwerten. So, den alten Kurs gleich mal löschen und einen neuen generieren. Gefährt um 36. 9 Meter. Gehen wir jetzt auf. Und kommt durcheinander. Wir lassen auf 9. Das ist jetzt egal. Feld rein. Generiere Feldkurs. Zwei Fahrzeuge. Zurück. Du wirst mal gleich mal kopieren. Erstmal löschen. Muss er genau 12 Meter genau bis wieder rechts normalerweise passt. Verband ist auch aktiviert wie vorhin auch. Jetzt sind drei Fahrzeuge. Gut, die tun nichts zur Sache, die sind ja drüben beschäftigt. Speichern, ne? Und zwar Feld. Ist nicht. Feld 36. Gas. Wegen. 2 Meter. 2 Fahrzeuge. Ja, gut. Das war eine andere Schreibweise jetzt oder bis in eine andere Richtung. Da sollte eigentlich nicht links fahren, ne? Rechts, rechts. Ersten Wegpunkt passt. Links passt. Und gleich hinterher und Kontrolle machen, ne? Hier hatte ich das Feld ein bisschen nachbearbeitet, Bäume weggemacht und verbreitert. Zusammengelegt habe ich noch nicht mit Feld 23, werde ich vielleicht mal irgendwann machen. Halte ich persönlich nicht für unbedingt notwendig, weil Feld 26 ist groß genug, aber für 23 vergrößern wäre schon nicht verkehrt. Aber ist nicht so wichtig. Solange wir noch keine Felder noch kaufen können, müssen wir das nicht tun.
Ich muss euch hier ganz kurz kontrollieren. Nicht, dass wir hier ein Probleme kriegen. Normalerweise muss das klappen. Aber man weiß ja nie, ne? Dann können wir um anderen kümmern, ne? Gras klappt, die anderen Fahrzeuge auch. Also, solange die Fahrzeuge alle fahren, ist gut. Sobald die irgendwo stehen bleiben, Blocking, das ist dann kein gutes Zeichen, ne? Einfache Sachen wie jetzt kippt nicht ab oder so, warum auch immer. Was da gerade eingestellt ist, dann muss man halt reagieren, ne? Damit das funktioniert. Aber ich überlege, ob man die Krone kaufen, die große mit 13 Meter. Das wäre vielleicht sinnvoll, ne? Bei der Größe, aber gut. Ist ja auch egal. Gib bloß Gas. Das gibt's nicht. Komm, fahr noch ein bisschen zurück. Ich wollte hier nicht so viel fahren, weil macht ja Fruchtzerstörung und das ist ja das Gras ist hier besser. Oh, Spat. Scheiße, anders ist zu wenig gewesen, keine Ahnung. So, zu dem Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter mit Ballpressen, Zuckerrübenrück versorgen und Grasmähen. Und noch Gruppe. Tschüss.